Hallo Leute! Und ja, direkt mal hier ein Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Wir sind wieder hier im My Career Modus und ja, wir können ja mal ganz kurz mal ein bisschen reinschauen. 100 Teamchemie, 72% Coach-Zufriedenheit. Da kann ich mal! So, was haben wir denn noch hier eigentlich? Zurück. Signature Styles. Also, da hat sich ja wahrscheinlich nichts geändert. Ja, Boosts brauche ich nicht. Attribut-Upgrades vielleicht. Ich finde es ja persönlich ein bisschen schade, dass es mittlerweile so gestaffelt ist. Also wirklich hier Nahdistanz, Mitteldistanz, Dreier, dass das alles ein Levelgebiet ist. Das ist totaler Unfug, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ne? Ich meine, warum muss jemand, der aus der Nahdistanz trifft, auch Dreierdistanz? Verstehe ich nicht. Sehr komisch. Jemand mit Dank aus dem Stand braucht nicht zwingend Schnelligkeit, das ist, oder Geschwindigkeit, das ist albern. Sehr eigenartig. Naja. So, hier nochmal plus 4. Guck mal, hier wäre sogar Schicht, oder? Das ist ja schon ein nice Shooter. Na klar, wir haben doch die Münzen. Ich habe ja schon ewig keine Münzen mehr ausgegeben. Jetzt brauchen wir nur nochmal 5396, also nochmal so 1,4 mehr. Und dann haben wir Shooting komplett gefinished. So. Hier, jetzt zeigt er auch, dass er voller Shooter ist. Wunderbar. Wo geht's los jetzt hier? Nee. Ich bin gerade irritiert. Nächstes Spiel gegen OKC? Nein. Doch, die 388er, die spielen wir ja. Genau. Also, wir spielen gegen Oklahoma. Gegen Oklahoma City mit Kevin Durant, Russell Westbrook. Wen haben sie noch? Hier, wen haben sie doch? Keine Ahnung, wen sie noch haben. Serge Ibaka, glaube ich, als Power Forward. Müssen wir gucken. Perkins als Center? Ich weiß es nicht. Harden ist nicht mehr da. Ist aber schon ein bisschen her, ne? Keine Ahnung. Schau mal. Uah. Junge. Was haben wir denn dann noch hier? Da ist verdammt viel spielfrei, ne? Ne, gar nicht weiter. Charlotte, also gegen die Bobcats, dann gegen die Wizards. Und die Clippers haben wir dann noch. Da ist der Januar auch rum. Ja. So, das mit der Nummer 0 ist Russell Westbrook. Ein exzellent guter Point Guard. Das ist LeBron James. Ein akzeptabel guter Small Forward. Nein, also definitiv schon zwei Teams mit Ambitionen. Ich glaube, da verrate ich nicht zu viel. Die Cavaliers haben dann auch noch diesen einen Spieler, ich weiß gar nicht, wie der heißt, mit der 91. Es ist Snow. Ist das Vince Carter hier unten mit der 8? Geil. So. LBJ mit Spielaufbau. Und direkt mal festrennen. Und Kyrie Irving! Nur für zwei, schade. Wir spielen zu Hause, das ist ja erfreulich. Da, Ibaka, gut, den haben wir schon mal. Westbrook, Durant, Carter und wer da in der Mitte steht, das weiß ich noch nicht so genau. Nee, mein Freund. Ah, da war geblockt. Cool. Passt. Andre Snow. Hoffwing.
Wer ist das? Adam? Adam? Leute, 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 Leute! Aufpassen, Kevin. Kevin! Ist er nicht bei seinem Gegenspieler? Bei Ibaka. Wir kriegen den Block nicht gestellt. Ich dachte, er stellt mir den Block an der Baseline, aber er hatte kein Bock mehr auf Block. Schade. Jetzt verteidigen wir gegen Durant. Naja. Adams, okay. Und jetzt lasse ich mich hier komplett verarschen. Durch diesen Fake Pass. LeBron aus der Drehung für 3. Ja, läuft bei dir, King James. Schön, schön, freue ich mich. Russell Westbrook auf Durant. Kommt jetzt die Antwort? Ja. Kevin Durant, guter Mittelstand, sehr guter Mittelstandschütze. Kann aber auch für 3 klinken und kann aus Korbnähe und kann alles. Foul. Yo. Wins Carter, tatsächlich. Ah ja, jetzt in der Nahaufnahme hätte ich es auch gesichtsmäßig erkannt. Ah, wir kriegen einen frühen Foulpfiff. Das erfreut uns natürlich sehr. Und nageln beide Freiwürfe in ordentlicher Snowman-Manier rein. Verwandle 20 Freiwürfe in Folge. Ja, geil. Ja, Rebound. Brazier mit Sicherheit. Super Plan. Ich kann nicht sprinten wieder hier. Oh, macht er gut. Baseline Shot, aber gegen's Board. Irving läuft in Position. Schöner Spielzug. Gefiel mir. Bringt uns sogar ein Assist. Gut abgeschlossen. Klug gelaufen. Hat man nicht so oft. Ibaka auf Carter. Jetzt gibt es wahrscheinlich den Block gleich hier rechts. So ist es. Wir switchen nicht. Sehr gute Entscheidung. Ah. Ah. Ja, ja, ja. Meiner. Irving macht er gut. Macht er richtig gut. Bisher ganz klar sein Spiel. Durant, Mitteldistanz, wusch. Nichts als Netz. Stark. LeBron im Aufbau. Wir gehen über die Baseline und Ibaka mit dem Foul. Ja. Drückt uns da ordentlich ins Aus. Nein, ich wollte die LeBron anspielen. Oh, Irving. Mit Shotclock, mit Gegner im Gesicht, wusch. Aber habt ihr gesehen, wie frei LeBron da, wenn der Pass gekommen wäre, in der Zone gewesen wäre? Ja, und dann geht er irgendwie nach rechts, keine Ahnung warum. Totaler Unsinn, ey.
LeBron gegen Durant und ich lasse Carter wieder außer Sicht. Ibaka, zweite Foul. Und ja, im Gegensatz zum General Manager Modus, den wir auch noch spielen, spielen die Fouls hier natürlich eine Rolle, weil wir hier auf volle Distanz spielen. Und zwei Fouls bei 6,42 im ersten. Das ist eine Hausmarke. Irving, nice. Sehr, sehr geil. Was haben sie denn heute Morgen hier ins Müsli gepackt? Junge, Junge. Richtig gute Partie von Kyrie Irving. Und das ist der nächste Rebound, den wir hier abgreifen. Wow, Foul! Vince Carter, auch sein zweites. Geil, kann er sich auch direkt hinsetzen. Wir kriegen echt anständig Pfiff heute. Ich bin bis hier noch angeturnt und begeistert. So. Das müsste dann 51-52 in Sachen Freiburg sein. Nein, 20 haben wir verwandelt. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, wir werfen einfach mal weiter. Reggie Jackson ist unser Gegenspieler. Hallo Reggie. Ich bin der Snowman. Schön, gegen dich zu verteidigen. Da komme ich nicht hin. Halber Schritt hat gefehlt, dann wäre da vielleicht noch was möglich gewesen. Im Zweifelsfall auch ein Foul. Offensiv Rebound. Und LeBron ist da blank. Boah, Varejao mit Offensiv-Rebound und dann lässt er sich erneut blocken. Nicht der hellste Stern. So, den haben wir? Keinen. Ah, schnapp kurz den Rebound. Jo, jetzt nicht mehr. LeBron, schöner Pass. Wow, warum spielt K-Love dieses Ding? Wusch. Volume Shooter. Habt ihr gesehen rechts oben, dass das gerade aktiv war? Ne. Reggie, Reggie, Reggie. Glaubst du eigentlich, wer du bist? Du alter Faltenschockel. Oh, jetzt laufen. Drückt der schon ab, ist ja unglaublich. Na, ja, der war für LeBron eigentlich. Ich glaube, wäre der auf LeBron gekommen, der läuft ja nämlich auch gerade mit. Man sieht es hier sehr schlecht. Wäre das durchaus hübscher geworden. Naja. Razor macht ihn auch rein. Kann ich mich jetzt nicht klagen. Durant gegen LeBron James. Momentan Durant wirklich, aber gut, man kann ihn auch nicht so wirklich stoppen. Vielleicht muss man halt, vielleicht ja, gilt hier auch das Prinzip, wir stoppen halt die anderen. Kevin Love für drei. Ja, kann er, kann er. Einer der Big Guys, die auch von drei klinken können. Ähnlich wie auch Dirk Nowitzki. Und jetzt hinten mit seinem ersten Foul Kevin Love. Oh yeah. LeBron hat 60% Korbwurf prozentual. Lalalalalalala. Oh, wir werden hier auf die 3 verschoben, auf Small Forward. Aber immerhin, das Gute ist, ach!
Da lauert kein Durant, sondern Morrison, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder Morrow? Nein. Morrow punktet auf jeden Fall, aber ich glaube, Morrow ist kein Small Forward. Nee, 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 oder? Della Vedova. Ich laufe mal hier in Position. Bin ganz blank und dann der eiskalte Dreier. Schön gespielt. Schönes Wurftiming ausnahmsweise mal. Und schwubbidi-wubbidi sind wir dann auch schon bei 12 Punkte und eine Timeout der Thunder. Anthony Morrow, tatsächlich. Stoppt ihr Fastbreaks, nicht zum Offensive-Rebound gehen, okay. Ah, das ergibt ja auch bei der Aufstellung jetzt gerade Sinn. Haben nur einen großen hier, den 54er. Ich habe keine Ahnung, wer das jetzt sein soll. Nee. Oh, doch. Wobei der 13er ist auch nicht ohne, ne? Er hat auch ordentlich Oberarm. Thompson. In den Block gestellt und Della Vodella Della Dingsbums ist draußen ganz blank und klingt für drei. Und wir kriegen den Assist gut geschrieben. Sehr viel Übersicht bei diesem angedrohten Double Team. Es war relativ unerfolgreich. Und wir wagen den weiten Pass raus auf den PG. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, wie man den ausspricht. Della Vodeva. Della de Vueda. Della Vedova. Della Vedova. Ich weiß, dass ich es durchaus schon in einer der letzten Folgen gelernt hatte. Dachte ich mir eigentlich. Ja komm, dann kriegst du noch. Jason Thompson. Ich glaube, er heißt Jason. Della de Vueda. Scheiße. Können wir nicht nur Della nennen oder so? Oder Bella? Schon wieder die gleiche Kacke hier, die ich zulasse. Er dreht sich aber auch so langsam. Also wenn ich hier... Ui, hier. Gut, aber langsames Drehen finde ich in Ordnung. Ja. Da müsst ihr noch einen dazu holen, Jungs. Also zu zweit ist zu wenig. Andre Snow macht jetzt einen richtig wilden, heißen Eindruck. Rrr. Jones verlegt. Snow mit dem Rebound. Snow mit dem Behind-the-Back-Pass. Woo! Also bitte, das hat doch eine Zeitlupe verdient. Seit wann können wir denn sowas? Oh. Nein, nein, nein. Scheißendreck. Ja, X ist dann... Nee, Dreieck ist näher dran. Okay. Ja, guck mal, von wo kommt der eigentlich an? Da hinten, ne? Oh. Achtung. Bam. Ja, geil. Heiße Geschichte. Morrow muss ich echt jetzt eiskalt aufpassen. Jo. Man braucht viel zu lange, um den Ball zu kontrollieren. Das ist ja ärgerlich gewesen, ey. Macht er nicht. 40-25, also. Diese eine heiße Phase hat wirklich anscheinend gereicht, um ein bisschen Polster zwischen uns und den Thunder herzustellen. Ein Polster, worauf wir uns keineswegs ausruhen sollten. Auch im zweiten, dritten und vierten Viertel müssen wir weiter konzentriert zu Werke gehen, um diesen Vorsprung hier
Ah, 15 Januar, ein Tag nach meinem Geburtstag. Um diesen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Geil? Geil. Man darf gespannt sein. So, wir sitzen erstmal auf der Bank. Aber, hä? Echt jetzt? Warum gegen Russell Westbrook? Oh, wir haben lange auf der Bank gesessen. Alter Vater, 7 Minütchen. Der Vorsprung ist ein bisschen geschmolzen. Na, ja, die switchen in der Defense. Der Pass geht leider. Schlecht. Eigentlich soll ich gegen Westbrook verteidigen, meine ich gelesen zu haben. Ja, Oklahoma. Punktemäßig wieder ordentlich dran. Das passiert, wenn man uns... Wir haben erst 3 Spiele verloren. Alter, wie krass. Wenn man uns hier 7 Minuten auf der Bank lässt. Das ist deine Quittung, Coach. Falscher Knopf. Alter. Wenn du Direktpass machst, kannst du aber auch keinen Bodenpass mehr machen. Habe ich gerade festgestellt. Ach komm. Irgendwann muss ja mal einer. Schön. Schön. Scheiße. Ich komme nicht weg und gleich gibt es 3 Sekunden, fürchte ich. Ach, in die Hände von Durant. Und zack, gibt's Gegenpunkte. Also, offensiv läuft's Bombe. So, LeBron wird jetzt hier... Ja, den gleichen Spielzug haben sie gerade mit mir auch gemacht, die Geier. Ah, oh, LeBron drückt ab und trifft nicht. Ist ja auch eine Phase, die jetzt wichtig ist. LeBron trifft nie in Phasen, wenn es wichtig wird. Da waren es nur noch 1. Ein Pünktchen vorne. Ein bisschen wenig. Aber das sollte passen. Oh, sogar für 3. Guck mal. Andre Snow setzt hier ein Stoppzeichen, sage ich mal, unter die Serie der Thunder. Oh! Da gibt es den Foulpfiff gegen Borreja. Keine Ahnung, ob das ja notwendig war. Und Westbrook an der Linie. Ja, da brauchen wir gar nicht reden, ich glaube. Da würde mich der Wert mal interessieren, ey. Und er verwirft natürlich das zweite. Danke bitte, LeBron James mit den nächsten Punkten. Gut gelaufen. Und da passte alles. Guck mal, 6 Assists schon. Kann man nicht meckern. Nee. Doch. War ich wirklich so weit weg? Mehr Assists als Rebounds. Das ist ja ungut. So, ich kriege jetzt hier, glaube ich, Blöcke an der Base dann gestellt. Nein, ich muss einen Block stellen. Scheiße. Habe ich nicht gesehen. Da gibt es doch kein Durchkommen hier, oder? Übertrieben. Scheiß Abschluss. Foul. Ich komme nicht zu meinem Gegenspieler. Und das ist Westbrook. Das kann er. Für 3. Voll versagt, ey. Ausgleich! LeBron. Brrr.
Jedes Mal dieser Schritt doch noch zurück, okay, jetzt um den Ball zu fangen, aber keine Ahnung. Oh, ein scheiß Wurf wieder. Westbrook gegen Kevin Love da gerade. Geile Mark. Ja, perfekt. Glück gehabt. Hier, Dreier. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier, ja, die richtige Idee war. Direkt abzuschließen. Wobei, das könnten die Jungs wahrscheinlich über mich auch sagen, ne? Da viele blöde Abschlüsse drin. Aber Rajah von da, das ist der falsche Mann. Warum dribbelt der? So, Abschluss. Und da ist der Ball futsch. Alles, was Irving im ersten Viertel noch richtig gemacht hat, macht er jetzt komplett falsch. Das ist gar nicht Irving. Ich glaube, das ist. Doch, das ist Irving. Schön. Ja. Waren das jetzt die ersten Punkte von Kevin Love? Ein richtig ausgeglichenes Spiel jetzt gerade. Westbrook auf Durant und LeBron kann ihn erneut nicht stoppen. Durant macht gerade hier, was er will mit LeBron James. Und LeBron antwortet so. Wie so häufig. Eigensinnig, egoistisch, stur, nicht erfolgreich. Und so gehen wir nach einem ziemlich großen Vorsprung nach dem ersten mit einem knappen Vorsprung nach dem zweiten in die Halbzeit. Rückstand, Entschuldigung. Was? Ach. Er konzentriert sich in der zweiten Halbzeit auf die Rebounds, sagt der Snowman. Da hat er ja noch nicht so viele, ne? Weniger als Assists. Okay, Jungs, ja, halt's Maul. Ist eh nur Scheiße gelabert. Und mich 7 Minuten draußen gelassen. In dieser Phase hast du das Spiel verloren. Stand jetzt. So, zeig mal die Statistik oben. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Bin mal bei 4 Rebounds. Immer noch. 4 Rebounds, 6 Assists. Hat sich nichts geändert, ja. Und ändert sich nach diesem Angriff auch nichts. Da seht ihr mal die Unterschiede. Westbrook mit 19 Punkten und Irving mit 11. Aber Irving hatte eine gute Anfangsphase. Ich sag ja, alles, was er. Da richtig gemacht hatte, hat er dann im späteren Verlauf des Spiels komplett falsch gemacht. Andre Snow mit Zug zum Korb und Punkten Nummer 18 und 19. Gute Defense und gute Offense. So sieht's aus. Schön gespielt, schöner Fast Break. LeBron auf der rechten Seite. Anständig mitgelaufen, passbereit, guter Pass, guter Slam, Ausgleich. Ah, da ist er schon bei mir. Echt jetzt? Unglaublich. Wenn wir gegen Durant verteidigen, darf der kein Faktor sein. Ist er auch nicht. Ist er? Dann müssen die nämlich hier über den Post sogar gehen. Warum Adams hier so frei seinen Post-Move machen kann, weiß ich jetzt nicht.
Aber ich kann mich ja nicht auf alles konzentrieren. Oklahoma wieder mit zwei vorne. Vince Carter ist unser Gegenspieler. Ja, das ist mir bekannt. Was jetzt? Timeout? Timeout. Vince Carter ist unser Gegenspieler. Sehr schön. So, LeBron. Hat jetzt eigentlich Platz? Erschreckend, wie schlecht LeBron hier KI-mäßig spielt und Irving versemmelt. Nein. Aber das sind Krampfwürfe, ganz ehrlich. Wenn ich da nicht eingreife und mir das nur mal so angucke, sieht das oftmals so aus, als wäre unsere KI einfach. Wumm! Schönes Ding. Als wäre unsere KI irgendwie schwächer eingestellt, oder? Wenn wir reden hier über einen LeBron James und der kriegt irgendwie keinen anständigen Move hin. Und wenn er frei ist, geht er nicht hoch zum Schuss, sondern guckt sich das Ganze lieber noch eine Runde an. Schöner Fastbreak. Schön den Fastbreak vernichtet. Killer. Ja gut. Wenn Adams unser Gegenspieler ist, dann muss da ja irgendwie was Gutes bei rauskommen. Ja, Defense ist heute nicht mehr. 67, 67. Komm, ich knall rein. Ja, jetzt nicht mehr. Komm, ich hab Platz. Sag ich doch. Ja. Sag ich doch. Und 47% Wurfquote. Ist auch nicht so gut. Oh ne, der geht nicht rein von Russell, sag ich doch. Das war jetzt auch mal auf Seiten der Thunder. Zu hektisch. Ich wollte gerade sagen, Irving hält da jetzt aber gar nichts von und gibt den Ball wieder ab, aber nein. Macht da rein und wir sind vier vorne. Westbrook will es jetzt erzwingen. Und versaut gerade alles. Irving. Wir für drei. Da ist das Ding. Woo! Immerhin 4 von 6 von der Dreierlinie. Das ist eine gute Quote. Da kann man nicht meckern. Ja, Kevin Love lässt Ibaka da mal freien Lauf. Und er hat sogar noch Zeit, sich ein Marmeladenbrot zu schmieren. Und dann geht er hoch und dankt das Ding irgendwie ziemlich halbherzig rein. Ich bin bereit. Können wir machen. Ja, jetzt nicht mehr. LeBron steigt hoch und erste Foul von Kevin Durant. Guck mal, die haben auch ja 7 Spiele verloren. Also, anscheinend die zwei besten Teams der Liga, die hier aufeinandertreffen, oder? War es jetzt Eastern, Western gerade? Keine Ahnung. Na, der heißt übrigens nicht Jason Thompson, das ist also ein anderer. Das ist der Tyus Thompson oder so? Tommy Thompson? Thompson, Thompson? Ten, Ten? 67% Dreierquote. Das ist wirklich richtig gut. Ne. Ah! Wins the Prince. Mach das Ding rein. Ja, wirst du neidisch. Müsste faul sein. Hallo? Ey! Geblockter Wurf, der springt auf mich drauf! Da ist nichts geblockt, das ist ein Foul! Was geht denn hier? Ich komme nicht in die Rebounds, ey. Es ist ja.
Oh ja. Woo! Double Team und unterm Korb unser Kollege, der Herr Thompson. Ganz frei. Und den bitten wir dann mal an Kasse 3. Oh, ho, ho. Amazing. Ah, ein Rebound. Und dann spielen wir den Fastbreak doch noch zu Ende hier, oder LeBron? Nein. Was macht ihr? Zweite Foul, Durant. Sieben Assists. Hätte LeBron hier mal ein bisschen mit Schmackes zum Korb gezogen, stand da vielleicht schon die 8. Guck mal, Durant spielt jetzt sogar Power Forward bei denen. Ibaka Center. Oder? Wer kann, der kann. Ah! Junge, Junge. Mit dem Dropback auf Ibaka und der ist durchaus in der Lage, auch ja, aus der Mitteldistanz abzudrücken. K-Love. Können wir auch. Oh, hab ich drin gesehen. Als der noch eine anständige Flugbahn hatte. Jeremy Lamb am Arsch. Mitteldistanzwurf ganz sicher. Easy peasy. 82-74. 8 vor. Bada 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 bam. Zweite Halbzeit. Snow 11 Punkte, der Rest 12. Weißt du Bescheid? Anthony Morrow auf Russell Westbrook. Westbrook Ibaka postet auf gegen Kalov. Wieder Morrow. Verzweiflungsabschluss. Und Fastbreak-Möglichkeit? Nö. Mr. Waiters. War da ein bisschen brainlarm. Ah, ich soll einen Block stehen. Nö. Komm. Papa wirft. Einer muss es ja irgendwann mal tun, ne? Ihr Pfeifen. Ging hier keinen Spielzug auf die Kette, weißt du? Ich soll gegen Ibaka ran. Jetzt machen wir einen Switch. Ach so! Jetzt gehört der mir doch. Alles klar. Schön, wie ihr eure gammelige Verteidigung auf mich abwälzt. Danke. Oh oh. Oh oh. I believe I can fly. Woo. Oh, habe ich Durant umgewämst? Ja, so muss das laufen. So und nicht anders. Zeichen setzen. Ist ihn geblockt? Nein, ne? Oh, Wuschikowski! Hot, 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 hot! For three! Oder? 87-76. Westbrook in der Isolation, zieht den Korb und... Oh, schön. Schön, schön, schön. Ein ausgezeichneter Point Guard. 2 Minuten 42. Noch im dritten Viertel. So, soll ich jetzt einen Block stellen oder laufen? Ich soll laufen. Okay. 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 Zu früh und nicht drin. Da wird mein ungeduldiges Verhalten bestraft. Double Team? Nein, kein Double Team. Double Team? Nein, kein Double Team. Rebound? Nein, kein Rebound. Also Rebound schon, aber nicht für mich. Thompson. Zwei Mann hier auf der rechten Seite. Strong Side. Jetzt ist es die Weak Side geworden. Ah, keiner!
Und dann haut er den noch rückwärts mit einer Hand rein. Leck mich am Arsch, ist dieser Snow gut. Nicht umsonst ganz weit oben gehandelt, wenn es um die Vergabe des MVP-Titels gehen wird, Ende dieser Saison. Da wird wohl kein Weg an ihm vorbeiführen. Durant mit den nächsten Punkten. Trifft er alles, oder? Echt unglaublich gut. Anderthalb Minuten noch im vierten. Ja, stellst du den Block anständig? Nein, stellst du nicht. Hau drauf! Spinner. Und jetzt! Waiters! Nein! Das ist auch ein Foul. Naja. Ja, da habe ich nicht übernommen. Das war dumm. Das war blöde. Echt jetzt? Alle krampfen sich da an der Linie immer ein zurecht, aber meiner hüpft ins Aus. Nun gut. Drück ab! So musst du machen. Scheißegal, ob der reingeht oder nicht, aber einen offenen Wurf musst du drücken. Ansonsten, brauchen wir kein Basketball spielen. '89, '83. Sechs vor. Wer hat Ball? Ich weiß gar nicht, wer. Ballert. Ballert, ballert, ballert. Winsanity. So, wir haben Ball. Ja, guck. Drück ab! Ach, Kyrie! Meine Fresse! Wieder nicht. Irving trifft komische Entscheidungen. Ah, immerhin passt der einigermaßen. Assist, 6 Rebounds. Durant, der ist ein bisschen wild, aber passt für 3. Miller mit der Antwort. Müsste Andre Miller sein. Möchte ich mich jetzt aber auch nicht darauf festlegen. Fuck. Zu spät geswitcht von mir und ja. Dann kam ich da nicht mehr dran. Boah, hübsch. Schade. Hübscher Move. Hübscher Pass auch. Wow. Beide Freiwürfe perfekt getroffen. Unglaublich. Unbelievable. 96, 88. Das sind 8 vor. Das muss doch funktionieren jetzt hier.
Ah, gibt's einen Pfiff gegen Irving. Und er fragt, warum? Was? Hä? Wie? Was habe ich getan? Und wir sehen, dass da, ja, doch schon am linken Arm von der 15 sehr viel Kontakt war. Wer ist das? Jackson. Schon Kontakt. Also ich denke, das geht okay, dass wir das gepfiffen haben. Ja. Wir sind sehr eng da vom Kader gedeckt. Und LeBron nutzt diese Freiheiten und macht die nächsten Punkte. Mit viel Kraft und erledigt. Sollte er viel öfter tun, finde ich. Durant, den lässt er sich nicht nehmen. Aber der geht nicht rein. Und wenn wir es jetzt ganz schnell machen, bestrafen wir Durant dafür. Und so ist es. Rebound und Assist in einem Spielzug. Wunderbar. LeBron mit den nächsten Punkten. Jackson. Adams. Ja, da ist Durant wieder durch. Aber den habe ich auch schon ein paar Mal kassieren müssen heute. Nicht gegen Durant, aber halt diesen blöden Spielzug. Oh, LeBron ist heiß. Endlich mal wieder hier ein bisschen, ja, dass er zeigt, was für ein genialer Basketballer er ist. Gab es jetzt in den letzten Wochen nicht so viel von. In den letzten My Player-Folgen. Den wird er nehmen wahrscheinlich, ne? Nein. Noch nicht jedenfalls. Zu eng gedeckt. Ibaka Mitteldistanz. Ibaka nimmt ihn und Ibaka macht ihn. Make it, take it. 102 zu 94. 8 Minuten. Ja, sagen wir mal 8,5. Und wir mit dem... Oh, nimmt er den auch nicht. Ist ein Wahnsinniger, der Irving. Da passt der nochmal auf mich raus. Nach der schönen Wurffinte, wo er doch eigentlich Platz hat. Sein Gegner fällt auf den Fake drauf rein. Und er zieht nicht. Er spielt nach hinten. Unglaublich. Das ist auch passiert, der 12er, ne? LeBron, das war nicht deiner, aber... Jetzt ist eh verhunzt hier die Ordnung. Ah, Durant! Da brauchst du echt gar nicht zum Rebound gehen. Im Normalfall klingelt's. Wahnsinn. LeBron wird geblockt. Da blieb die Pfeife still von den Referees. Ah, ich dachte, geht an mich sogar. Das Foul. Aber nein, Irving mit seinem dritten. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Foul, oder? Erschreckend. Nicht mal ein technisches. Technisches Foul zu bekommen, müsste ich die Kamera wieder anschließen. Wenn ich da kommentiert habe, habe ich dann technische Fouls bekommen. Obwohl ich in dem Moment gar nichts Böses gesagt habe. Aber die Worterkennung hat das wohl nicht ganz gepeilt. Jo. Ah! Piep. Da war ich durch. Der Pumpfake gegen Carter. Ich wäre durch gewesen und hätte einen schönen Baseline-Slam machen können. Irgendeiner muss da jetzt hinlaufen. Ja, Irving. Und dann kriegt das Foul. Ibaka, fünfte Foul. Uiuiuiui. Dem noch einen anhängen. Und das wäre dann wirklich eine Schwächung. Kann man auf der Position bei den Thunder, glaube ich, nicht ganz so einfach kompensieren. Mal schauen, ob uns das irgendwie gelingt. Also wenn Ibaka, der Mann mit der Nummer 9 hier unten unter mir, gleich irgendwo mal da so steht und wir im 1 gegen 1 ihn zu einer Aktion zwingen können, sollten wir das versuchen. Jetzt schauen wir erstmal, was Adams hier macht. Die Zeit läuft. Durant, da ist der Ball schon sicherer aufgehoben. Oh, Adams mit dem Rebound. Leute, echt jetzt. Wer vorher aufblockt, muss sich hinterher keine blöden Sprüche anhören.
Müsste Varasia oder Kevin Love wieder sein, die da nichts gemacht haben. Wir stellen einen Block gegen niemanden, okay. LeBron verdribbelt. Unglaublich. Jetzt können wir hier den Fastbreak bringen. Das ist nicht gut. Was Irving da gerade spielt, ist echt nicht hilfreich. Ganz im Gegenteil. Das ist gut. Oh, das ist richtig gut. Schön gelaufen. Ja, das ist dann so knapp, wird es dann auch wieder ein bisschen peinlich, weil der springt, rückwärts springt er höher als ich vorwärts. Aber alles gut. Vielleicht muss das so eng werden. Ja, diesmal nicht, Kollege. Ja, ja, ja. 9 Assists. Und der nächste Rebound. Vielleicht kann LeBron uns ja hier noch einen schenken. Oder wir knallen nochmal Punkte rein. Nein, rechts raus. Sehr bedauerlich. Carter. Ibaka gegen Kevin Love. Ja, toll. Und der wirft den Ball jetzt aus. Sehr gut. Bam, 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 bam. Jetzt ist er fällig, oder? Nein, jetzt macht er einen Step. Assist, Assist. Assist zum Assist. Sehr schön. Aber wichtig, dass die Punkte hier reingehen. 112 zu 100. 5 Minuten noch. In diesem spannenden Spiel. Wir holen hier den Rebound nach einem Foul von Taylor. Es fehlt nicht so viel zum Triple-Double. Aber ich kann euch da nicht versprechen, dass das irgendwas nicht wird. Ich kann wirklich jetzt gleich wieder gar nichts hinhauen und dann war es das nämlich. Kevin Love im Post gegen Ibaka und die nächsten Punkte. Ja, das ist natürlich jetzt, Ibaka muss da höllisch aufpassen, die Hände weglassen und das ist so der Kontakt, der da am Ende vielleicht fehlt, um ihn zu stoppen. Ne, das ist keine gute Situation hier für Ibaka, aber das macht ja nichts, denn die haben ja Durant, der da mal einfach mal so für drei klingt, weil ihm einfach danach ist. Irving. LeBron läuft und das passt sogar halbwegs. Und ich versuche hier einen Risikopass und mache den nächsten Turnover. Dumm. Unnötig vielleicht auch, dass beide jetzt dann gerade in dem Moment unter den Korb gezogen sind, aber so oder so, trotzdem darf ich diesen Pass nicht spielen. Westbrook. Ja, bin ich zu weit weg vom Kader. Der macht es nicht, aber der nächste Offensiv-Rebound wieder von Adams. Das kann nicht euer Ernst sein, Leute. Das kann nicht euer Ernst sein. Dass ihr dreckigen Schlampen da unterm Korb nicht anständig ausblocken könnt, ist ein Armutszeugnis. Mach es, komm. Ach, ich bin das. Okay, mach ich. Ich wollte in Position laufen, merkt auf einmal, dass der den Ball schon wieder auf mich. 42 Punkte! Von Andre Snow. Kein Switch, alles gut, ich komm rum. Carter auf Westbrook. Ja, da bin ich nicht mehr da. Warum? Keine Ahnung. Komm, schnell auf LeBron und dann. Nein. Kein anständiges Fastbreak-Spiel. So leid es mir tut. Aber das sollte. Nein, Varasia! Du stinkendes Etwas! Ja, ja, das ist meiner. Ist ja gut. Also, wie soll ich denn die Leute unterm Korb noch anspielen? Der ist da frei
und kriegt es nicht hin, sag mal, irgendwie den Ball loszuwerden. Und bis der dann oben ist, sind die Gegner schon wieder da. Unglaublich. Ich glaube, LeBron ist frei. Aber der hat auch keinen Bock zu werfen. Das ist wieder ein Foul, aber egal. Drück ab, mach den Assist. Nein! K-Love mit dem Offensiv-Rebound und auch nicht drin. Aber im zweiten Versuch. Natürlich, bei allen Versuchen jetzt hier nochmal einen Assist zu bringen oder so, muss ich natürlich aufpassen, dass das hier der Spielstand nicht darunter leidet. Aber bitte! Ich spiele hier die Leute ganz frei an und die kriegen nichts auf der Kette. Unglaublich. Durant im Post-Up gegen LeBron. Und der nächste Offensiv-Rebound. Jetzt haben wir dann. Oh. Irving. Ja, Hauptsache da gehen die Dinger rein. Läuft man daran vorbei. Unfassbar. Oh. Kevin! Ja! Caleb! Ja. Jetzt poste er auch noch. Nach dem Motto, ist doch klar. Also, das Double-Double haben wir schon mal. Brauchen wir uns darüber erstmal jetzt hier keine Gedanken machen. Und vielleicht noch so ein Verzweiflungswurf oder so ein Teil hier. Und da ist das Triple Double. Immer wieder schön. Und LeBron. Jetzt haben wir Zeit. Kyrie Irving, LeBron. Und jetzt kann er für 3. Und wir haben wieder Zeit. Offensiv-Rebound bringt neue 24 Sekunden. Hola. Ich soll hier hin? Gut, bin ich. Woo! Der Oberkellner. Schön. 124, 112. Zeit von der Uhr genommen. Ein exzellenter Spielzug. Westbrook. Ja, das ist mein Rebound, oder? Ja. Foul. Punkte. Nein. Shit. Ja, natürlich offensiv geduldig sein, gebe ich dem Coach ja sogar recht, aber so Dinger, wenn er wirklich, musst du machen. Also musst du auch den Abschluss suchen. Entweder das Teil geht so rein, oder es gibt halt die Foul, den Foulpfiff, oder, boah, Westbrook für 3. Eiskalt, der Typ. Oder es gibt beides, ne? Also Abschluss und Foul. 26 Sekunden noch. Können wir beinahe sogar komplett hier ausspielen, die Kacke. Wenn der 3-Typ gezogen hätte. Ach, ich hab den Ball schon gar nicht mehr. Unglaublich. Wenn der 3-Typ da einfach Richtung Korb gezogen wäre, war ja alles frei, eine Riesengasse. Aber er bleibt, wo er ist und denkt sich. Nein, war keins meiner besseren Spiele, weil es war nur ein Triple-Double. Ich wollte eigentlich ein Quadruple-Double. Was für eine blöde Frage. Meine Herren. 926 Pünktchen. Na, guck. Das ist doch wunderbar. Play of the Game gibt es nicht mehr bei My Career. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, ob es, ja, ob es vielleicht karrieremäßig hier irgendeine, also storymäßig, so will ich sagen, karriere-storymäßig hier irgendwas. Neue Plakette. Du hast Bronze-Version von Sprite Posterizer erhalten. Weil du Verteidiger zuletzt mit einigen starken Dunks überwunden hast. Ah, jetzt ja. Okay. Ja, oh, hilft dir gegen Verteidiger häufiger zu sagen als andere Spieler, wenn du nicht der Attribut abgeht, aber ja, die hole ich mir doch. Das ist doch eine schöne Plakette. Schön hier in the face rein danken.
Sehr schön, dass wir diese Plakette bekommen haben in einem Spiel, wo Vince Carter teilgenommen hat. Finde ich schön. Weil der war ja durchaus, ja, ein Experte im In-the-Face-Dunken. So, ich fürchte, hier kommt wieder nichts. Nein. Ich höre schon die exklusive, wunderbare Musik. Wo war der Scheiß nochmal? Wo konnte ich denn hier? Nee. Oh, warte mal. Plaketten-Upgrades. Posterizer-Upgrade. Silber. Yo. Und kann ich hier alles upgraden eigentlich? Gold 1000. Machen wir. Non-Upgrade-Dinger. Okay. Sei es drum. Okay, Leute. Ja, war ein heißes Spiel, oder? Ich wollte mal ganz kurz gucken, ob das wirklich jetzt hier die beiden besten Teams. Eastern Cavaliers. Western. Ja. Die beiden besten Teams trafen aufeinander und das bessere Team hat sich zumindest heute durchgesetzt. Was ist das hier? Kaufen. Also. Ah ja. Ich würde sagen, passt. Da habt ihr eure My Player-Folge. War diesmal sogar irgendwie spannend, lustig. Aber erinnert nichts daran, dass es hier in der Karriere irgendwie ja nicht weitergeht. Keine Ahnung. Leute, in dem Sinne macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play NBA 2K15 mit eurem Gotti hier. Tschüss!